Das Sudhaus der Erfurter Brauerei Braugold am gestrigen Abend. Zur 11. Prinzessinnentaufe platzte die närrische Lokalität fast aus allen Nähten. Nur ein kleiner, hart umkämpfter Bereich zwischen den großen Kupferkesseln konnte als Bühnenfläche freigehalten werden. Und alle Hänge sich ein! Nach kräftigem Schunkeln und den ersten Bieren empfingen die Narren das diesjährige Prinzenpaar in großer und kleiner Ausführung. Unter viel Beifall vergab man anschließend die Auszeichnungen und Faschingsorden, bevor es an die Versteigerung der Prinzessinnenkleider ging. Von den Handschuhen über den Umhang bis hin zum Kleid, das begehrteste Kleidungsstück von Silke der Vierten. Alles kam unter den Hammer von Thomas Kemmerich, der es sichtlich genoss, im Rampenlicht zu stehen. Der gut eineinhalbstündige Versteigerungsmarathon, der im Übrigen der längste war, so hörte man aus Kreisen der Prinzessinnen der vergangenen Jahre, brachte mit den 961 Euro Eintrittsgeldern insgesamt 2.518 Euro für den karnevalverliebten Nachwuchs der Gemeinschaft Erfurter Karneval. Und dann war es endlich soweit, der Moment, auf den so viele gewartet hatten, die Taufe stand an. Dazu musste auch der FDP-Mann im Landtag und Stadtratsmitglied Thomas der Täufer Kemmerich die Hosen runterlassen. Das anschließende Bad inmitten der Menge genoss er mit Prinzessin Silke der Vierten sichtlich. Da in diesem Jahr das große Betonbecken nicht zur Verfügung stand, musste eben eine verhältnismäßig kleine Eckbadewanne herhalten. Aber nichtsdestotrotz, reingepasst haben sie allemal, auch wenn das Wasser dann schon mal überlief. Wenn die nächsten Wochen der Karnevalssaison ebenso stimmungsvoll verlaufen, dann wird es närrisch toll werden in Erfurts Straßen, denn gestern war nur der Anfang.